Mein Name ist Sebastian, ich bin 34 Jahre alt und ich arbeite für das Reformationsjubiläum und bin da Kulturbeauftragter. Und mein Lebensmittelpunkt ist definitiv in Berlin, aber auch in Düsseldorf. Da komme ich her, fühle ich mich immer noch sehr zu Hause und sehr verbunden. Und Berlin genieße ich einfach die Größe der Stadt und die vielen Möglichkeiten. Da bin ich total lange drum herum geschlichen, weil ich immer dachte, brauche ich solche Schuhe und will ich sie haben und sie waren auch teuer und wie das alles so ist. Aber letztendlich habe ich die gekauft, weil ich die manchmal auf der Bühne anziehe und weil ich die schön finde. Also, zu Hause habe ich irgendwie viel. Also Berlin ist ein bisschen zu Hause, Düsseldorf ist ein bisschen zu Hause, Hamburg ist ein bisschen zu Hause und es hat weniger mit dem Ort zu tun, als vielmehr mit den Leuten, mit denen ich da zu tun habe. Und ich fühle mich sehr schnell irgendwo anders wohl, wenn ich die Leute um mich herum mag. Deshalb ist zu Hause so ein schwieriger Begriff. Also im Alltag, ich freue mich tatsächlich oft auf meine Kollegen, weil ich die mag, wie gesagt. Ne? Und es gibt so einzelne Sachen, auf die ich mich freue, wenn es projektbezogen sind. Es gibt so einzelne Projekte, die ich halt toll finde und auf die ich mich total freue. Und dann gibt es einfach auch Sachen, die ich super anstrengend finde. Und anstrengend ist immer auch alles das, was mit so Konflikten an sich zu tun hat oder wo Leute nicht so gut miteinander klarkommen. Das finde ich sehr anstrengend. Ich kann einfach total schlecht früh aufstehen. Das ist jeden Morgen wieder ein Kampf. Ich freue mich auf den ersten Kaffee, alleine, in Ruhe, ohne dass ich reden muss. Ah, sämtliche Bühnenauftritte, also sind eine Herausforderung und ein Erlebnis. Und ich habe in diesen Schuhen auf einer Hochzeit von einer ganz engen und guten Freundin zu den schlimmsten 90er-Jahre-Witz gefeiert und gebrüllt und mitgetanzt. Das war ziemlich großartig. Das war, glaube ich, das beste Erlebnis dieser Hochzeit. Das war ein... Nein, ich bin ein Chanson-Duo. Ich habe eine Pianistin, mit der ich zusammen Chanson-Auftritte mache. Also klar denkt man darüber nach, wie geht es jemand anderem, was macht jemand anderes. Und das kann in so ganz kleinen Dingen sein. Manchmal sitzt man irgendwie im Bus und leidet mit einer anderen Person vermeintlich mit, weil so eine Geschichte entsteht zu der Person, die man sieht. Aber manchmal ist es auch umgekehrt. Also manchmal sieht man jemanden und denkt so, ah ja, dessen Leben oder deren Leben möchte ich gerne haben. Aber es hat mehr sowas mit Geschichten, die sich entwickeln, zu tun. Also gar nicht so konkret mit der Person, sondern mehr mit Geschichten, die in einem entstehen, wenn man eine Person sieht, die jeder Mensch braucht. Mir fällt bescheuerterweise als erstes eine Zahnbürste ein. Naja, jeder Mensch braucht irgendwie Zuwendung und Bestätigung auf unterschiedlichen Ebenen. Jeder Mensch sollte ein Dach über dem Kopf haben, jeder Mensch sollte Sicherheit haben und jeder Mensch sollte die Freiheit haben, so zu leben, dass es ihm gut geht, ohne da andere Leute zu beschränken. Ich glaube, Freiheit. Freiheit wäre so ein ganz zentraler Begriff. Freiheit und Mündigkeit. Also es geht mir auch darum, dass ich mir wünsche, mündig zu sein, also Entscheidungen allein treffen zu dürfen und aufgrund meiner eigenen Überlegungen und Evolutionen. Ja. Ich finde, das ist einer der wichtigsten Punkte und einer der Hauptpunkte, warum man in Europa noch so gut leben kann, dass man sich hier zu großen Teilen frei bewegen kann. Also wirklich, ich genieße das. Ich genieße, dass ich abends auch nach Einbruch der Dunkelheit eigentlich mich in europäischen Städten und Orten noch bewegen kann, ohne das Gefühl zu haben, es ist nicht sicher oder ich werde gleich überfallen. Also so ganz rudimentäre Dinge. Und ich habe das woanders schon anders kennengelernt und ich genieße das sehr und ich finde es großartig und ich finde es absolut verteidigungswürdig und schützenswert. Ich bin viel unterwegs, ich treffe viele Leute, ich reise super gerne. Ich genieße es, neue Leute kennenzulernen, neue Länder kennenzulernen und ich genieße es auch, mich mit so Problemstellungen auseinanderzusetzen und finde es ganz spannend. Je mehr ich darüber nachdenke und je mehr ich sehe, was gerade so in der Welt passiert, würde ich sagen, immer wieder für meine Freiheit. Wir hatten das ja gerade schon. Ich finde das total wichtig. Ich finde es gut, hier leben zu dürfen. Ich bin dankbar dafür, mich hier frei bewegen zu dürfen. Ich bin dankbar dafür, dass ich mir aussuchen darf, wo ich hingehe, mit wem ich rede. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin extrem dankbar für eine sehr liebevolle und unterstützende Familie und ich bin sehr dankbar für einen unglaublich tollen Freundeskreis. Ach, ob ich Spuren hinterlassen will? Ich will Leute, die sich noch an mich erinnern können, denen will ich natürlich in guter Erinnerung bleiben und ich hoffe, dass die irgendwann mal sagen, ja, mit Sebastian war immer gut oder waren gute Gespräche und es hat Spaß gemacht, es war lustig. Die Neugierde, die ich besitze, ist mir irgendwie wichtig und ich glaube, was relativ kompliziert ist, sind manchmal so die Phasen von einer totalen
Melancholie oder so einer Hingezogenheit zu relativ düsteren Gedanken. Das müsste man verstehen und da ist, glaube ich, wichtig, die Waage zu halten. Mich bringt zum Handeln persönliches Involviertsein. Also ich merke, dass ich schlecht für irgendwas handeln kann, was ich persönlich nicht wahrgenommen habe oder was ich persönlich nicht nachvollziehen kann. Also ich habe ein relativ starkes Gerechtigkeitsempfinden und das wären Sachen, wo ich mich immer versuchen würde, für einzusetzen. Ich setze mich stark für Leute ein, die mir nahestehen. Und ich habe das Gefühl, jetzt gerade mit der Zeit, in der man sich gerade bewegt, muss man politisch werden oder muss man politischer werden. Und da suche ich gerade noch so ein bisschen. Also da machen gerade Freunde von mir so ein ganz tolles Projekt, wo es um Integration von Flüchtlingen geht. Und das ist nicht so theoretisch und nicht so von oben herab, sondern es ist total praktisch. Und da überlege ich zum Beispiel gerade, wie ich die unterstützen kann. Ich möchte noch mehr kennenlernen. Ich würde gerne mal irgendwie ein paar Monate oder Jahre vielleicht sogar im Ausland leben und arbeiten, wobei das Leben wichtiger ist als das Arbeiten. Und ich möchte gerne Projekte finden, wo ich halt weiterhin persönlich involviert sein kann. Und ich würde irgendwie gerne nochmal, das klingt total utopisch, und gerne nochmal eine Gesellschaft erleben, wo wir alle miteinander einen Tacken besser auskommen, als es jetzt der Fall ist.